Ich habe großartige Neuigkeiten. Die Pläne der deutschen Microlauncher ESA Aerospace, Rocket Factory Augsburg oder RFA, High Impulse und Gaia Aerospace werden immer konkreter. Neben exklusiven Infos, die du hier zuerst hören wirst, schauen wir uns an, welche Rakete wann von welchem Raumfahrthafen aus starten wird. Zumindest die RFA möchte noch dieses Jahr starten. Sie haben am 11. Januar 2023 in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit dem Saxaford Spaceport bekannt gegeben, dass die Anlagen für das Testen und Starten der RFA-1 fertiggestellt und ready to go sind. Über Saxaford habe ich ein eigenes Video unten in der Videobeschreibung verlinkt mit mehr Infos. Aber für heute reicht es zu wissen, dass die 5 oder eventuell sogar mehr Startrampen Namen haben. Das Pad der RFA heißt Launchpad Fredo. Das der Amerikaner heißt Launchpad Elizabeth. Woher das kommt, klar, wegen der Queen und so, aber was der Hintergrund bei Fredo ist, keine Ahnung. Jedenfalls ist ein Start Ende 2023 geplant. Das bedeutet natürlich, dass die Raketenstufen und vor allem die Helix-Triebwerke vorher in der idyllischen Landschaft ordentlich getestet werden. Ich hoffe, davon gibt es dann gute Bilder. Jeder unserer 4 Player hat ein ganz besonderes Alleinstellungsmerkmal oder in der Betriebswirtschaft auch USP, also Unique Selling Proposition. Du wirst gleich sehen, was ich damit meine. Die RFA-1 ist aus aktueller Sicht die mächtigste der 4 Player. Sie schafft 1300 Kilogramm in einem niedrigen Erdorbit. Bei einem Startpreis von 3 Millionen Euro macht das einen unschlagbaren Kilopreis von 2307 Euro und einige zerquetschte. Zum Vergleich, die Electron von Rocket Lab fliegt für etwa 7,5 Millionen US-Dollar, also rund 6,9 Millionen Euro, schafft aber maximal 225 Kilogramm in einem niedrigen Erdorbit. Das macht die Electron zur hochklassigen Luxuslimousine oder zum Private Jet der Raumfahrt. In konkreten Zahlen kostet dich der Kilo 30.700 Euro ins Leo. Zum Vergleich, ein Kilogramm mit dem SLS kostet etwa 50.000 Euro und bei der Falcon 9 sind es 5.000. Warum die Electron trotz dieses Wucherpreises weiterhin regelmäßig fliegt, ist, weil sie flexibler auf die Wünsche der kleinen Satellitenbetreiber eingehen können. Und in absoluten Zahlen ist es dann doch leistbar für einige, denn die meisten Satelliten wiegen inzwischen nur noch wenige Kilogramm. Ich möchte noch einmal betonen, dass der Kilopreis der Electron das 13-fache der RFA-1 ist. Das ist eine starke Positionierung. Denn sie bietet die gleiche Flexibilität wie die Electron. Eigentlich mehr, denn die europäischen Betreiber müssen jetzt ihre Nutzlast nicht zuerst noch quer um die Welt schicken, nach Neuseeland oder in die Amerikas. Im Moment stehen eine Handvoll Missionen in den Auftragsbüchern, wobei die erste Mission laut Wikipedia einen ukrainischen Forschungssatelliten befördern wird. Die RFA-1 nutzt in den ersten 2 Stufen RP-1, also Kerosin und flüssigen Sauerstoff. Die Orbitalstufe wird von einem noch nicht spezifizierten, nicht hydrazinbasierten Treibstoff angetrieben. Zudem soll sie auch mehrmals zünden und damit mehrere Orbits in einer Mission bedienen können. Die Rakete soll in Serienproduktion gefertigt werden und möglichst viele Off-the-Shelf-Komponenten enthalten, wodurch die Produktionskosten und somit die Startkosten sinken. Die zentralen Komponenten der Triebwerke werden 3D gedruckt und später will man die erste Stufe bergen und wiederverwenden. Aber dazu gibt es noch nichts Öffentliches. Damit du noch verstehst, wer hinter der RFA steckt, solltest du wissen, dass das Bremer Raumfahrtunternehmen OHB strategischer Investor ist. Das bedeutet, dass die OHB hier kein reines Finanzinteresse, sondern andere geschäftspolitische Ziele verfolgt. So ein ähnliches Verhältnis hat auch Lockheed Martin mit ABL, deren RS-1-Rakete beim Jungfernflug vor ein paar Tagen versagt hat. Aber dazu mehr in den letzten News, die unten verlinkt sind. Solche Beziehungen gehen große Konzerne gerne ein, wenn sie ihre eigenen bürokratischen Hürden umgehen wollen. Es ist oft einfacher, ein eigenes Unternehmen für die Entwicklung einer Technologie oder eines Produktes zu gründen, als es durch den bürokratischen Dschungel eines großen Konzerns zu tun. Diese Vorgehensweise bietet unzählige Vorteile. Der größte Vorteil ist die Agilität und die Geschwindigkeit eines kleineren Unternehmens. Paart man das mit den Ressourcen, der Infrastruktur und dem Know-how des großen Partners, erhält man etwas, das der Electron so hart in den Hintern treten wird, dass Peter Beck noch einen Hut isst. Saxaford wird aber nicht der einzige Ort sein, von dem aus die RFA-1 starten wird. Sie wird auch vom europäischen Raumfahrthafen in Kourou in Französisch-Guyana aus starten. Weitere Startplätze auf den Azoren in Portugal, im norwegischen Andøya und in der Nordsee sind auch zumindest im Gespräch. Schauen wir jetzt zu ESA Aerospace.
Im Gegensatz zu RFA, die auf Off-the-Shelf-Komponenten setzen, möchte ESA 80% ihrer Einzelteile selbst oder mit Hilfe der Tech-Unternehmen in der Nähe von München herstellen. Ihre Spectrum ist mit 28 Meter 2 Meter kürzer als die RFA One. Aber die Größe ist nicht alles. Die glatte Tonnen Nutzlast befördert die Spectrum für einen Zielkilopreis von 10.000, also 10 Millionen Euro pro Start. Beide Raketen verfügen in der ersten Stufe über 9 Triebwerke, aber die Spectrum kommt mit 2 Stufen aus. Was die beiden Raketen noch gemeinsam haben, ist, dass sie die Electron im Kilopreis hart ausstechen. Die RFA One noch mehr als die Spectrum, aber beide sind beeindruckend günstig. Da hören die Gemeinsamkeiten aber auch schon wieder auf, denn die Spectrum setzt auf Propan. Ja, das gleiche Propan, das in Feuerzeuge gefüllt wird. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass das Propan ein wenig gepimpt ist. Das ist aber nur eine Vermutung oder ein Gedankenspiel. Tatsache ist, dass sie Propan und flüssigen Sauerstoff verwenden. Auch hinter ESA steht eine starke Allianz an Industriellen und Investoren. Die Allianz besteht inzwischen aus der Porsche SE, HV Capital, Lakestar, Early Bird und Airbus Ventures. Insgesamt haben sie gemeinsam mindestens 180 Millionen Euro in ESA investiert. Dazu kommen 10 Millionen Euro, die sie letztes Jahr vom Innovationsrat der Europäischen Kommission erhalten haben. Porsches Ambition für ESA ist, dass sie nichts Geringeres als der führende Hersteller von Trägerraketen werden. Und im Juli 2022 verkündete die französische Raumfahrtagentur CNES, dass ESA Aerospace das erste private Unternehmen sein wird, das von Kourou aus starten wird. Dafür wird die alte Rampe der Diamantraketen umgebaut werden. Mit dem Raumfahrthafen in Andøya in Norwegen haben sie auch schon seit 2021 einen 20-Jahres-Deal für die Nutzung eines Pads. Der erste Flug der Spectrum ist für dieses Jahr, also 2023, angesetzt. Der Jungfernflug wird von Andøya aus starten, wo aktuell noch die Startrampe gebaut wird. Und das ist schon offiziell. Was auch offiziell ist, ist, dass ESA Aerospace den Spaceport S-Range bei Kiruna in Schweden nutzen wird, um an der Wiederverwendbarkeit ihrer Systeme zu arbeiten. In erster Linie wird ihr Triebwerk Aquila getestet, aber Orbitalstarts werden vorerst nicht von dort aus stattfinden. Der Grund, warum ich so viel auf den Investoren und Partnern herumbreite, ist, weil es wichtig ist, welche Unterstützung ein Startup bekommt. Die Gesamtheit aller Parteien, die Interesse am Erfolg eines Unternehmens haben, nennt man Stakeholder. Also jemand, der von ihrem Erfolg profitiert. Zum Beispiel ist es im Interesse von Spaceport Andøya, dass ESA so viel und so erfolgreich wie möglich startet. Sie und die anderen Partner stehen in der Regel damit Rat und Tat zur Seite. Und wenn ich da so Namen wie Porsche und Airbus höre, dann wächst in mir die Zuversicht. Wo ich auch unglaublich zuversichtlich bin, ist High Impulse. Sie haben das verrückteste aller Treibstoffe. Noch verrückter als Propan. Ihr Design ist modular und nutzt Cluster von hybriden Triebwerken, um die 3 Stufen anzutreiben. Hybrid bedeutet hier, dass man sowohl festen als auch flüssigen Treibstoff mitführt und verbrennt. In diesem Fall nutzt High Impulse Paraffin, also Kerzenwachs in fester Form und flüssigen Sauerstoff. Na, habe ich zu viel versprochen? Kerzenwachs als Raketentreibstoff. Da hat jemand Light the Candle ganz wörtlich genommen. All diese Entscheidungen über Design, Antrieb, Treibstoff, Starthäfen etc. haben extrem interessante Hintergründe, die ich aber jetzt nicht spoilern möchte. Denn in den nächsten Monaten darf ich Vertreter dieser Unternehmen hier auf Mars Chroniken zu Gesprächen begrüßen. Bevor es aber für High Impulse in einen Orbit geht, möchten sie noch vorher Mitte dieses Jahres ihre SR-75 Höhenforschungsrakete mit suborbitalen Missionen starten. Wie der Name schon verrät, dient der Start dieser Rakete der Höhenforschung. Klingt blöd, ist aber so. Diese Dienstleistung kann man ganz gut institutionellen Abnehmern wie meteorologischen Instituten, Universitäten und anderen Unternehmen verkaufen. Daher finde ich das ganz klug, vorher ein Geschäftsmodell zu etablieren, das Cash in die Kassen spült und gleichzeitig die Technologie demonstriert. Und ganz nebenbei sammelt man noch Erfahrung im Umgang mit dem gesamten System. Sie arbeiten für ihre Starts mit dem Saxaford Spaceport in der UK und mit Southern Launch in Australien zusammen. Die größere Rakete schafft mit ihren 3 Stufen etwa 500 Kilogramm in einem niedrigen Erdorbit. 2020 war die Rede noch von einem Startpreis von 10 Millionen Euro. Damit wären sie aber bei einem Kilopreis von 20.000 Euro, was viel zu viel wäre. Besonders wenn man beachtet, dass die Konkurrenz auch unschlagbare Preise anbietet. Was bringt es, günstiger als Rocket Lab zu sein, aber von den heimischen Kollegen preislich unterboten zu werden? Deswegen kursiert jetzt der Preis von 4,1 Millionen US-Dollar oder rund 3,8 Millionen Euro.
Das macht nach Adam Riese starke 7600 Euro pro Kilogramm. Die Hintergründe von High Impulse sind auch richtig interessant. Sie sind ein Spin-off des Antriebszentrums des DLR, der Deutschen Raumfahrtagentur, und finanziert werden sie vom Geschäftsführer der Industrieanlagen Betriebs GmbH, Rudolf Schwarz. Ziel für High Impulse ist ein Jungfernflug von Saxafort. Während die SR-75 schon Mitte des Jahres starten wird, ist es bei der großen SL-1 vermutlich erst 2024 oder 2025 soweit. Dann wahrscheinlich auch von Saxafort. Einer ihrer ersten Kunden wird InOrbit Aerospace sein, die vorhaben, in großem Maßstab die Lieferkette im All zu bedienen. Also im Orbit Komponenten für Raumschiffe, Satelliten und Raumstationen herzustellen und einiges davon eventuell auch zurück zur Erde zu schicken. Dazu noch Forschungsplattformen anbieten und Auftragsproduktionen annehmen. Ich denke, dass es als Launcher besonders klug ist, sich einen ambitionierten Kunden, dessen Geschäftsmodell viele Starts erfordert, früh ins Boot zu holen. Also zum Beispiel so etwas wie InOrbit Aerospace oder eine Konstellation. Bei Gaia Aerospace wird es auch dieses Jahr schon die erste Hardware zu sehen geben. Ihr großer Vorteil ist, dass sie von jedem Flughafen mit einer Start- und Landebahn starten können, denn Gaia nutzt ein Air-Launch-System, wie es Virgin Orbit auch macht. Potenzielle Standorte für Gaia sind im Moment Rostock-Lage, Nordholz, Cornwall und Santa Maria in den Azoren. Ich halte dich hier auf dem Laufenden. Mein Name ist Sirwan, danke fürs Einschalten, per aspera ad astra.